So, man braucht dazu für eine kleine Papiergerande zum Hinhängen. Blatt Papier kann auch schon mal ein benötigtes gewesen sein. Ein Tacker, Leim, die Schere und einen kleinen Strick. Das Blatt faltet man in der Mitte zusammen, damit es so wie eine Klappkarte ist. Dann nimmt man die Schere und schneidet so 0,5 cm dicke Streifen, lässt hier oben den Rand, den oberen Rand so einen Daumenbreit Platz. Das macht man jetzt bis rüber an die andere Seite. So, noch einmal. Genau. Jetzt aufklappen. Und da sieht das so aus. Und dann fangen wir an, von der Seite das einzurollen. So, je nach Stärke kann man sich das dann noch verschieben, ob man eine ganz schmale will oder eine etwas dickere. Muss dann so funktionieren wie eine kleine Ziehharmonika. Jetzt werden die Enden hier zusammengeleimt. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und wenn die Enden zusammenkleben, nimmt man ein Stück Strick, verknotet ein Ende, ein Knoten oder Doppelknoten, wie man das möchte, fädelt den hier rein und kommt dann mit dem Tacker, damit das Bändchen fest ist. Und zu guter Letzt sieht es so aus. Und man kann das hinhängen an einen Weihnachtsstrauch. Und das in verschiedenen Farben und Größen machen, wie man möchte.